begrüßt mit uns den Laudatoren für den Knuddel Award in der Kategorie Freizeit und Sport. Jan-Klaus Müller, Vorstandsmitglied des Schulenmuseums Berlin. Mit Sport habe ich nicht angefangen. Ja, erstmal guten Abend. Am 19.03.1974 gründete sich in Berlin die Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft und ist damit der am längsten bestehende schwule Verein. Aus dem direkten Umfeld der AHA gründeten sich schon in den frühen Jahren unzählige queere Vereine, wie zum Beispiel die HUK, Homosexuelle und Kirche, oder die schwule Lehrergruppe in der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Aus den diversen Gruppenangeboten der AHA bildeten sich auch immer wieder eigenständige Vereine und Institutionen, wie zum Beispiel auch Vorspiel e.V. 1982 war die AHA mit über 200 Mitgliedern der größte schwule Verein hier in Deutschland. Und ich will jetzt gar nicht anfangen, alle Dinge aufzuzählen, für die die AHA steht und was die AHA in der gesamten Community bewirkt hat. Dafür wäre das ein bisschen knapp, aber zwei Dinge möchte ich rauspicken. Seit 1989 findet jeweils zwischen Weihnachten und Neujahr in der AHA das überregionale Jugendtreffen der Warme Winter statt. Und viele, die daran teilgenommen haben, sind mittlerweile selbst in der AHA aktiv. Das Zweite, was ich ganz besonders erwähnen will, ist, dass auf Initiative der AHA und der HUK 1989 am Neuendorfplatz der Gedenkstein für die schwulen Opfer im Nationalsozialismus in Form eines rosa Winkels angebracht wurde. Vielleicht noch ein drittes, doch noch. Das 1985 gegründete Schwule Museum hat in den Räumen der AHA in der Friedrichstraße seine ersten Ausstellungen gemacht. Als die AHA dann 89 an den Mehringdamm zog, sind wir kurze Zeit später hinterhergezogen. Das Schwutz war schon dort und so brachten die AHA, das Schwutz und auch das Schwule Museum ein aktives, kulturelles und queeres Leben nach Kreuzberg. Seit September 2010 befindet sich die AHA in der Monumentenstraße. In den Räumen finden die unterschiedlichsten Gruppen und Veranstaltungen statt. Mittlerweile hat sich der Verein etwas breiter aufgestellt und ist Anlaufpunkt geworden für Menschen aus dem gesamten queeren Spektrum. Jeder Mensch ist willkommen, der das lebt, was die AHA vorlebt, Respekt und Akzeptanz gegenüber meinem Gegenüber. Die AHA ist eine zentrale Institution der Berliner queeren Szene. Vieles, was heute für die meisten selbstverständlich ist, würde es ohne die AHA nicht geben. Dafür hier schon mal meinen ganz großen Dank. Ganz wichtig finde ich noch, die AHA hat nie eine öffentliche Förderung erhalten und hat die eigentlich auch nie gewollt. Alle Entscheidungen werden nach wie vor basisdemokratisch getroffen. Diese Unabhängigkeit macht die AHA zu einem wichtigen Sprachrohr und Meinungsgeber innerhalb der gesamten queeren Community. Nun noch bleibt mir nichts anderes übrig, euch für eure weitere Arbeit viel Kraft, Mut, Engagement und natürlich Spaß zu wünschen. Der Knuddelwort für Respekt in der queeren Vielfalt 2019 in der Kategorie Freizeit und Sport geht an die AHA. Herzlichen Glückwunsch. Auch.
Jetzt geht man los. Auch von mir alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr da seid. Ja, Santi ist das. Vielen Dank dafür. Ich habe die ganze Zeit gelesen Ehrenamtspreis und ich glaube, das ist das, was tatsächlich die AHA ausmacht, dass wir, du hattest gesagt, seit 1974 aktiv sind. Ich bin 2016 in die AHA gekommen und es ist schön zu hören, was die AHA schon bewegt hat und was für ein Fundament man letztendlich steht. Also meinen Dank an Knuddel Award, aber auch an die ganz, ganz vielen Ehrenamtler, die auch heute wieder in der AHA sind und uns unterstützen. Vielen Dank. Danke.